Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle. Guten Tag. Und Christian Alner. Hallo. Heute. Heute geht es um Sex. Und das sind unsere Themen. Jeder guckt Pornos. Alles wird zum Porno. Und denkt doch jemand an die Kinder. Hallo und willkommen zur 16. Folge der Online-Geister. Und da das ein echt großes Thema ist, haben wir uns Unterstützung herangeholt. Hallo Antje. Hallo. Magst du kurz zu dir erzählen, was ist dein fachlicher Hintergrund, der dich gerade für Sex spezialisiert? Ja, also ich bin Studentin der angewandten Sexualwissenschaft hier in Merseburg an der Fachhochschule. Und ich kenne Tristan über eine Theatergruppe und der hatte mich gefragt, weil ich gesagt hatte, hey, mach doch mal was über Internetpornografie, den Podcast würde ich mir anhören. Und da hat er gefragt, ob ich vielleicht dazukommen würde. Genau, Antje ist der Grund, warum wir diese Folge überhaupt machen, ansonsten wäre ich wohl gar nicht auf die Idee gekommen. Okay, und noch eine kurze Anmerkung, beim letzten Mal war Tristan ja aus privaten Gründen nicht dabei, deswegen musste ich da die Moderation übernehmen. Heute ist es absichtlich so geplant, da mache ich mal Moderation und Technik, Tristan macht Skript und den fachlichen Teil, das vielleicht mal als kurze Vorwarnung, damit keine Irritationen entstehen. Also wir haben hier quasi die fachliche Expertenabstufung, Christian keine Ahnung, Tristan ein bisschen Ahnung, Antje Expertin, meinst du das so? Ich würde ganz gerne von dem Begriff Experte noch ein bisschen Abstand nehmen. Ich bin ja noch Studierende. Am meisten Ahnung von den Anwesenden. Ach, ich sag mal, schauen wir mal. Manchmal haben die Studierenden ja mehr Ahnung als Lehrenden, was den Praxisteil angeht, obwohl das jetzt in dem Fall ein bisschen sehr doppelt wird. Egal. Erstes Thema. Online-Geister, Hausmeistereien. Es ist viel passiert, seit ich das letzte Mal hier im Studio saß. Du hast letztes Mal schon erwähnt, den Trauerfall. Will ich euch weiter darauf eingehen, ist vergangen. Wir gucken nach vorne, so hätte er es gewollt. Und zwar an meinen neuen Job, den habe ich jetzt auch. Also ich verdiene hey, Geld als Spielleiter in einem Room Escape Spiel hier in Halle. Kurz gefragt, Room Escape oder Escape Room, für die, die es nicht kennen? Naja, man sperrt Leute in einen Raum ein und guckt, ob die rauskommen. Also die müssen Rätsel lösen, ja, das ist ein Spiel. Der Schlüssel ist irgendwo versteckt und die können den auch finden. Mhm. Und wenn sie nicht finden, habe ich einen Walkie-Talkie dabei und eine Überwachungskamera, gucke, wo die hängen, frage nach, ob sie einen Tipp brauchen. Das ist quasi mein Job. Insofern Glückwunsch zur neuen Arbeit. Dankeschön. Bei mir ist auch ein bisschen was passiert. Ich habe mal die freie Zeit, in Anführungsstrichen freie Zeit, jetzt im Sommer genutzt, habe etwas herumgecastet und das packen wir alles nochmal in die Shownotes. Das wäre dann onlinegeister.com/Folge 016. Ich war zum einen beim Ubuntu Fun Podcast in der Folge 40 mit dem Titel Geistreicher Titel. Eingeladen wurden, da ging es darum, wie arbeiten Selbstständige mit Linux. Da habe ich so ein paar Auskunft gegeben. Die Folge heißt Geistreicher Titel. Ah, das sind so ungefähr wie coole Überleitungen bei Ray William Johnson damals. Ich habe extra noch gefragt, war geistreicher Titel nur ein Platzhalter? Nein, war Absicht. Okay. Aber das wäre, wie gesagt, der Ubuntu Fun Podcast, Folge 40. Und ich wurde auch vom Sidepreneur Podcast eingeladen. Da war Thema vom Student zum Sidepreneur, zum Entrepreneur. Also sprich, ich habe so ein bisschen aus meinem Leben erzählt, wie ich Student gewesen bin, mich gegründet habe, selbstständig gemacht habe und das dann mit der Zeit langsam immer mehr Fulltime gemacht habe. Da gab es ein Interview. Wie gesagt, packt mir alles in die Shownotes rein, onlinegeister.com/Folge 016. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von Christians schöner Stimme. Und ansonsten, wer auch eine schöne Stimme hat, ist eine Band, die Tristan sich jetzt rausgesucht hat. Das Niveau singt Lieder übers Vögeln. Das Niveau sang Lieder übers Vögeln. Und damit sind wir direkt auch schon beim Online-Geister. Thema der Sendung. Sehr schön machst du das, Christian. Danke, danke. Ich habe beim Besten gelernt. Okay. Du gehst mir fremd? Dazu möchte ich jetzt nichts sagen. Okay. Machen wir weiter. Ja, wir hatten eine lange Sommerpause, man merkt es. Jeder möchte Lieder übers Vögeln, jeder möchte. Am Ende, jeder Mensch möchte ja in irgendeiner Form geliebt werden, ob das jetzt so körperliche oder geistige Liebe ist, sei dahingestellt.
Aber gerade das Thema Sex, Sexualität, damit auch ja häufig verbunden Pornografie, spielt für viele Leute durchaus große Rolle im Laufe ihres Lebens und auch im Internet. Ich meine, nicht umsonst gab es ja auch mal von einem Musical Avenue Q, The Internet is for Porn, als eigenes Stück. Also das Klischee steht auf jeden Fall. Auch sehr oft gecovert und in diversen anderen Sachen verwurstet. Das definitiv. Ich will einfach nur mal ein paar Zahlen in den Raum hauen. Es gibt ja den Statistikdienst Alexa, gehört inzwischen zu Amazon und die haben auch Länderlisten, was die populärsten Websites in den jeweiligen Ländern angeht. Da ist für Deutschland zum Beispiel so auf den ersten Rängen, haben wir da Google, Facebook, Amazon, sind immer so erwartbare Sachen. Auf Platz 15 wäre dann übrigens livejasmine.com, also das ist eine Chat, Livecam, Sexshow, was in die Richtung. Vor ihrer Webcam, man kann mit ihnen chatten, man kann Geld bezahlen für einen Privatchat. Okay. Ich habe Werbung dafür gesehen. Okay, natürlich. Die werben auf einschlägigen Seiten. Ich kenne jemanden, den man kennt, der das gemacht hat. Der da Live-Shows gemacht hat. Okay. Nee, ach Quatsch, das war einfach der. Aber nur mal zum Vergleich, das wäre Platz 15. Da verbringt Nutzer durchschnittlich 2 Minuten und 7 Sekunden. Ist populärer, ich mache mal ein paar Vergleiche, als zum Beispiel t-online.de. Das ist auf Platz 17. Dann hätten wir auf Platz 21 spiegel.de und dann direkt auf Platz 22 X-Hamster, also so eine klassische Porno-Plattform, wo man sich Videos angucken kann. Da verbringt der Nutzer im Schnitt übrigens 9 Minuten 44 Sekunden. Ich finde sehr schön, dass X-Hamster vor bild.de ist und man auch mehr Zeit auf X-Hamster verbringt als auf Bild. Ja, also bei X-Hamster die 9 Minuten. Das finde ich gut. Und dann vielleicht nochmal kurz angemerkt, es gibt dann noch eine Plattform, Pornhub, die ist auf Platz 28. Die kennt man jetzt vielleicht. Stand vom so von Mitte September 2017. Das verändert sich auch immer mal. Pornhub.com, Platz 28, 8 Minuten 14 verbringt man drauf. Bing.com, die Suchmaschine von Microsoft, ist auf Platz 27 und dort wird gerade mal 2 Minuten Pornhub. Interessant. Verbracht. Alle hassen immer gegen Bing und sagen, kein Schwein benutzt Bing, aber offensichtlich benutzen mehr Leute Bing als Pornhub. Ja, und mehr Leute benutzen Bing als benutzen Bing und Pornhub als zum Beispiel Focus.de oder Netflix oder Welt.de oder was ich hier noch so auf den Folgeplätzen dann alles habe. Aber das vielleicht mal so ein bisschen für die grobe Einteilung von meinerseits. Ich bin ja eigentlich heute eher Moderator. Ich bin ja der keine Ahnung hat. Du hast die Statistiken rausgekramt. Ich arbeite nicht mit so harten Fakten. Ich denke immer so an meine eigene Erfahrung, also wie das angefangen hat. Ich habe zur Konfirmation damals, 2005 ist das gewesen, schon 12 Jahre her, genügend Geld bekommen von der Verwandtschaft und von Freunden, der Verwandten und so weiter, dass ich mir meinen ersten eigenen PC leisten konnte für Videospiele, für Internet und so weiter. Und der wurde auch mit Hilfe meines Onkels, der arbeitet da im elektronischen Computerrechnungsroboter-Dingsbums-Bereich und für den war es ein leichtes, bei uns unser gesamtes Haus zu verkabeln, dass jeder, der einen Rechner hatte, Internet nutzen konnte. Und meine Eltern haben dann mir eine Kindersicherung an meinem PC installiert, denn ich war ja auch erst 14 und haben 14 wurde es langsam interessant, aber da war dann die 1&1 Kindersicherung, für die meine Eltern ein Passwort hatten und das hat alles geblockt, was irgendwie mit Glücksspiel, mit Gewalt oder mit Pornografie zu tun hatte. Dabei auch ein bisschen übereifrig, also auf irgendeiner Lernseite gab es das Mathe-Casino, das wurde geblockt, weil ist ein Casino. Casino, wo man da halt nur Kopfrechnen lernen konnte. Und ein paar Sachen hat es durchgelassen, wie zum Beispiel eine, ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist, eine Bezahl-Porno-Seite Extreme Reality. Irgendwelche Standard-Hardcore-Pornos, halt ähnlich wie Brothers oder was es da halt alles gibt. Wo fällt immer SS Brothers ein? Du nimmst irgendwie an, dass unsere Hörer diese Seiten alle kennen. Das finde ich auch interessant. Kennt ihr nicht jeder? Also Brothers ist inzwischen noch ein Meme geworden, oder? Also man hat irgendeinen Ausschnitt aus irgendeiner Kindersendung Im Netzkulturbereich ist es vielleicht ein Meme geworden, aber kurz fassen, also wenn Tristan jetzt solche Begrifflichkeiten erwähnt, das sind halt einfach bestimmte Pornoseiten, konkrete Anbieter im Normalfall. Genau, und da habe ich mich dann auch durch ein paar übereifrige, jugendlich pubertierende Klicks zu viel bei Extreme Reality irgendwo reinmanövriert, wo mein Vater mich dann wieder rausholen musste und dann auch wie gemerkt hat, dass die Kindersicherung nicht perfekt ist. Und ich wollte als erste Diskussionsfrage für unsere heutige Folge in den Raum stellen, was haltet ihr von solchen Kindersicherungen? Ist es gut, die Kinder davor zu schützen? Bringt es überhaupt nichts? Sollte man die Kinder möglichst früh dafür sensibilisieren? Also ich wollte gerade noch irgendwie einschmeißen, ist ja irgendwie interessant, dass deine Eltern da diese Kindersicherung so eingestellt haben. Das ist ja dann irgendwie so ein Schutzbedürfnis von ihnen dir gegenüber gewesen. Aber eigentlich tatsächlich irgendwie, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Stuss hier, ne? Aber nach dem Gesetz ist es ja eigentlich so, dass im Prinzip eigentlich jeder
Pornografie konsumieren darf. Was verboten ist, ist da halt Pornografie weiterzugeben an Menschen unter 18 Jahren. Das ist das, was im Gesetz halt steht. Das heißt, du darfst dir selber ein Porno angucken, verantwortlich dafür oder zur Rechenschaft gezogen werden, müsste eigentlich der Betreiber oder die Betreiberin von Pornografie-Seiten im Internet. Deshalb gibt es ja auf diesen Button da am Anfang, bist du über 18? Ja, nein. Vielleicht. Genau. Ja, also nein, vielleicht. Der Button entspricht deutschem Recht oder müssen die es nicht machen, weil die Seiten nicht in Deutschland sitzen? Nee, das entspricht deutschem Recht, das kann ich sagen. Das ist klassischer Jugendschutz, der da greift. Mhm. Dass man halt das einbauen muss. Es ist eher so eine Proforma-Kiste. Weil du kannst es ja ganz leicht umgehen. Hat es irgendjemand schon mal aufgehalten? Hat irgendein 15-Jähriger schon mal gedacht, oh, ich bin noch nicht 18, dann gehe ich mal weg, ich will keine nackten Brüste sehen. Ja, da gibt es doch wirklich so Witze drüber. Oder okay, nee, dann gucke ich mir lieber Katzenvideos an oder so. Oder vielleicht 15-Jährige, wir wollen da jetzt nicht nur die Jungs reinnehmen. Du hast gerade eben gesagt, es ist strafbar, Minderjährigen Pornografie zu zeigen. Mein erstes Pornovideo habe ich gesehen, indem mir in einem ICQ-Chat jemand, den ich bei Yu-Gi-Oh! Online kennengelernt habe, irgendeinen richtigen, so 9 Minuten langen Hardcore-Clip geschickt hat, der hieß, weiß ich, Freaky American Soldier Girl Gangbang in Bagdad. Ich finde es sehr interessant, dass du das noch so genau weißt. Das war langsam das einzige Video dieser Art, Erlebnis, das ich hatte. Ja, das war bestimmt ein Jahr lang das einzige, was ich dieser Art hatte. Und das hat mich auch geprägt, weil ich das zu Beginn sehr verstörend fand. Also ich kannte halt nur so die Sachen aus dem Biounterricht oder irgendwelche Geschichten oder die geschmackvolleren Bilder, Aktfotografien. Also eher so und halt die dieses medizinischen Zeichnungen. Oder eben dieses was romantische wird, Liebhaben, oder? Miteinander schlafen, nackt gemeinsam im Bett liegen. Und miteinander kuscheln oder sowas. Und da war halt wirklich irgendeine Frau in irgendeinem Kostüm mit einer Mütze auf und rundherum stehen drei nackte, muskulöse. Das hat mich halt als 14-Jährigen doch geprägt. Ja, also tatsächlich ist es so, wenn Jugendliche zum Beispiel auf dem Schulhof sich gegenseitig Pornografie zeigen auf dem Handy oder so, machen sie sich strafbar und halt, wenn sie über 14 sind und unter 18. Über 14 werden sie halt auch strafrechtlich im Prinzip belangt, wenn sie dafür, wenn da irgendwas angezeigt wird. Wenn der mir keinen Blödsinn erzählt hat, war er 19 Jahre alt, der Typ, den ich kennengelernt habe über ein harmloses Online-Rollenspiel, der sich mit mir über ICQ ausgetauscht hat und mir dann irgendwann ein Video geschickt hat, der wäre quasi kriminell. Mhm. Okay. Aber da Frage meinerseits, das ist aber so ein Klassiker, wo kein Kläger, da kein Richter, man muss es ja nachweisen können. Also rein rechtlich in der schönen Theorie ist es so und so, aber da gibt es auch genügend andere Beispiele, aber es ist ja wieder der Klassiker von, man muss diese Person ja dann bewusst auch zum Beispiel anzeigen. Ich kann mir gerade vorstellen, in so einem Kontext, Sexualität, Pornografie, dass da auch sehr, sehr viele Leute einfach einen Charme haben, sowas gegebenenfalls zu machen. Also betreffend öffentliches Bild, ich glaube, wir sind hier in Deutschland ja tendenziell ja noch ein bisschen konservativer, was Sexualität angeht, dieses Bekanntwerden über, ich weiß nicht, was sagt da die Studierende der Wissenschaften? Gibt es da so harte Zahlen, die sowas vielleicht irgendwie belegen, so Sichtweisen auf, bei einzelnen Kulturen zum Beispiel? Also ob wir jetzt hier in Deutschland konservativer sind als andere Kulturen? Ja, sind wir prüder als andere, also gibt es da irgendwie Untersuchungen? Ich meine, das ist alles ein sehr subjektives Thema. Also ich kann da jetzt auf jeden Fall keine Zahlen nennen. Nee, kann ich hier jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ich würde mich jetzt auch nicht in Vermutungen irgendwie so reinstürzen, glaube ich. Nee, passt. Ist ja okay. Ich frage einfach nur, weil ich ja interkulturelle Kommunikation damals auch studiert hatte und da ja immer sehr viel aus dieser kulturellen Brille betrachtet wird. Und einzelne Kulturen haben ja meistens auch eine bestimmte Herangehensweise an Themen. Also gerade wenn ich an Pornografie denke, wir Deutschen, also mal unsere Pornos, die Amis mit ihren Pornos, aber gleichzeitig wird dann Ficken oder sowas in der Öffentlichkeit zensiert. Es wird dann so schön ausgebiebt. Ja, also auch so ein bisschen solche Doppelstandards. Ich würde mal behaupten, dass die USA da schon noch krasser sind, oder? Als Deutschland. Also was in der Zensur. Ja, in der Zensur und auch was Reden über Sexualität würde ich mal jetzt so als Behauptung reinschmeißen. Es gibt diesen schönen Anspielung darauf im Internet, habe ich gelesen. Hier eine Frau, die oben ohne einen Trecker fährt. Das ist in Amerika ein Porno. In Europa heißt das Müsli-Werbung. Okay. Und in Japan müsste wahrscheinlich noch irgendwo ein Tintenfisch dazukommen, dann ist es erst Pornografie. Das ist also traditionelle Kultur. Klischees zu prägen, um Klischees zu prägen. Aber finde ich interessant, dass du da jetzt so aus deiner eigenen Kindheit das Ganze erzählst. Also generell erstmal danke für die Offenheit an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das alle gemacht hätten. Ja, warum nicht? Ich war schon immer sehr offen. Für sowas. Ich finde es halt, also wie gesagt, ich wollte es als Einstieg benutzen. Mir hat es im Endeffekt nicht
weder geholfen noch geschadet, dass ich diese Kindersicherung hatte, weil ich ja trotzdem den Kontakt dann dazu hatte und mir eher meiner pubertierenden, hormonengetriebenen Energie mir Umwege gesucht habe, wie kann ich an noch mehr kommen, vielleicht an Sachen, die mir besser gefallen als dieses Freaky American Soldier Girl. Ich habe immer noch Bilder, es war nicht schön. Man könnte meinen, der erste Porno so ein, boah, aber es war eher so ein, also da hätte ich Kindersicherung vielleicht greifen müssen. Bei anderen Sachen, wenn ich vielleicht irgendwie zwei junge Leute, die sich halt wirklich gern haben, gesehen hätte, hätte ich vielleicht eher gesagt, ach, das ist doch schön. Konnte ich aber nicht sehen wegen der Kindersicherung. Also würdet ihr euren Kindern so eine Kindersicherung geben oder würdet ihr euch eher neben sie setzen und mit ihnen halt die Sachen dir erklären, sagen, was gucken, da passiert, gemeinsam oder? Gucken, weiß ich nicht. Das kann für die Kinder bestimmt auch spannend werden. Ob das die Kinder wollen, ich glaube, ob man das auch selber möchte. Na. Ich stelle mir da gerade ganz witzige Situationen vor, können so bestimmt sehen, das hatte ich mit Mama auch schon mal versucht. ich glaube, das kommt immer extrem auf die Familien auch an, wie die da drauf sind, aber ich weiß nicht, was sagt denn so die Wissenschaft an sich so betreffend, immer Sexualisierung von Kindern, egal ob es frühsexuell ist, also einfach die Entwicklungsstufen. Also ich meine, das ist ja so Frühsexualisierung, das ist ja jetzt so ein krasser Begriff, ne, der auch auf vielen Wahlplakaten teilweise draufsteht und vor dem so gewarnt wird. Also ich finde, man kann ja dann immer fragen, okay, was wird denn befürchtet? Also was ist denn die große Angst, die passiert, wenn Kinder zu früh scheinbar oder nach einer Meinung in Kontakt kommen mit Sexualität? Haben die dann alle Sex mit 12? Oder, und werden schwanger mit 9? Ist zum Beispiel so, dass seit 30 Jahren sich das Alter des ersten Geschlechtsverkehrs, wo man auch überlegen kann, okay, was heißt das, meistens damit gemeint Penis in Vagina, Penetration, das hat sich seit 30 Jahren nur minimal verändert. Also, ne, was ist denn die Konsequenz von scheinbar früher Aussetzung von sexuellen Darstellungen oder sowas? Also, okay, darf ich da mal kurz eine Klammer aufmachen? Du hattest jetzt gerade von Penetration geredet. Wie ist das mit Homosexualität? Also, da findet ja nicht zwangsweise eine Penetration statt. Ist das nach einer engen Definition dann kein Sex, wenn sich zum Beispiel zwei Frauen... Doch, natürlich. Es könnte sein, dass es für die Statistik nicht als Verlust der Jungfräulichkeit zählt, weil da halt oft gesagt wird, wann das erste Mal Sex, wann das erste Mal mit dem Jungen geschlafen, wann das Jungfrauenräuchchen gerissen, irgendwie sowas. Das ist ja verschiedene Sachen. Die Verlust der Jungfräulichkeit ist ja auch eher so ein soziales Konstrukt, was im Prinzip keine Rolle spielt. Für viele kann der erste Kuss viel wichtiger sein als das klassische erste Mal. Wenn jemand lesbisch ist, hat sie vielleicht ihr ganzes Leben lang ihr Jungfrauenräuchchen verloren. Ja, ich meine, noch dazu, dass das auch teilweise so ein, also, ne, so ein, manche sagen, es gibt es gar nicht, das Jungfrauenhäutchen, und es ist ja auch immer krass auf Mädchen bezogen, ne, also, ja, also immer um das Thema Jungfräulichkeit geht es eigentlich fast immer nur um Mädchen, und die sollen möglichst lange bitte irgendwie jungfräulich bleiben. Ja, und bei Männern ja das genaue Gegenteil, möglichst früh ist, und so richtig schön mit vielen Frauen, vielen Partnern, das ist ja wie einfach das bewertet wird, ist halt sehr unterschiedlich bei Mädchen und Jungs. Aber da haben wir ja auch wieder diese kulturelle Brille schlussendlich auf an der Stelle. Das ist halt jetzt speziell bei uns, wo wir herkommen, da ist ja so dieses Klischee irgendwo vorherrschend. In anderen Ländern ist ja teilweise noch extremer oder teilweise sehr viel offener. Ja, aber nochmals, also ich glaube, zwei Frauen, die miteinander schlafen, würden sehr empört sein, wenn man das von außen gesagt sagen würde, ja, die haben ja keinen Sex. Also das. Nee, deswegen frage ich ja, also ja, weil du jetzt speziell Penetration gemeint hattest. Ja, also wie definiert das die Wissenschaft dann zum Beispiel, so ganz allgemein? Ja, eine allgemeine Definition dazu finden, ist halt super schwierig, weil, also wo fängt Sex an? Ist Küssen schon Sex irgendwie oder eine sexuelle Handlung? Also, ne? Hat da das Ganze irgendwie mit Orgasmus auch was zu tun? Kann man das irgendwie noch als Element mit reinbringen? Aber das ist ja auch bei Penetration nicht immer der Fall, dass da viele Frauen keinen Orgasmus hatten, nur sehr schnell bekommen können und die aber trotzdem ständig Sex haben. Auch manche Praktiken, also ich glaube zum Beispiel im Bereich Tantra oder sowas geht es gar nicht primär um darum. Kurz, was ist Tantra? Kommt so aus dem indischen Bereich, also so Kamasutra kennt man da hauptsächlich. Kamasutra kennt man daher und ist halt jetzt teilweise bekannt irgendwie in Deutschland unter Neo-Tantra, wo so Massagen dazugehören, aber auch glaube ich so Slow Sex, also wo es irgendwie darum geht, irgendwie Berührung achtsam und
so wahrzunehmen erstmal, also so in der Richtung. Ja, also einfach ein achtsamer Umgang mit dem eigenen Körper. Und Kamasutra ist gut, dass du das erwähnst. Das hatte ich mir wirklich mal durchgelesen in einer englischen Originalübersetzung von, ich glaube, Sir Francis Bacon war das sogar gewesen. Da geht es am Ende eigentlich auch gar nicht so sehr um Sex. Also dieses Klischee, was es hier in Deutschland gibt von der Kamasutra, das ist so der Sex-Guide. Nee, es geht vor allem um Umgang miteinander, wie ein Stand, eine Kaste mit der anderen, zum Beispiel eine verwitwete Frau, wann darf ich sie heiraten, darf ich überhaupt, wie soll ich mit den Personen umgehen, also so eine Art Knigge für das antike Indien in dem Fall. Und auch Tantra ja genau die gleiche Richtung, also ich bin ja selbst Buddhist, deswegen habe ich da auch ein paar Berührungspunkte mit solchen Lehren und das ist ja genau wie Yoga, das ist eigentlich ein indisches Glaubensprinzip und in der westlichen Welt hat man sich dann einfach nur, ich sag mal, die Leibesübungen rausgegriffen als so ein Versatzstück. Ja, es hat halt sonst, glaube ich, noch viel mehr so einen spirituellen Charakter auch, ne, wo es um Erleuchtung und so geht. Gibt es schon im Internet so als eine Nische für die Minderheit, die das sehen möchte, Tantra-Videos zum Angucken oder ist das noch nicht verbreitet genug? Ja, meinst du jetzt Tantra-Sex-Videos oder generell Tantra? Eben von diesen, also Leute, die sie einfach nur gern haben, diese spirituelle näher kommen und berühren, das kann ja für viele Leute auch im gewissen Sinne erregender sein als Pornografie, als dieses klassische, du bist eine Frau, ich fick dich jetzt. Also wenn es solches gibt, gibt es ja auch sowas. Und vor allem auf den bekannten Seiten, die ja wie auch schon ganze Weile bekannt ist. Ich habe ja vor kurzem wieder das Video gesehen von Valulis, einer der guten Sachen, die Funk hervorgebracht hat, der sich halt verschiedensten Sachen aus allen möglichen Medien widmet. Und der hat eben über Fabian Tüllmann geredet, dem Pornhub, YouPorn, RedTube und noch ein paar andere kostenlose wie auch Bezahlseiten gehören. Und der lange Zeit bestimmt hat, was gesehen wurde, aber auch geguckt hat, was erfolgreich war und das dann mehr gepusht hat und daran verdient hat durch Werbeplatzierungen, durch Provisionen, die er bekommt, wenn jemand von seiner kostenlosen Seite auf eine Bezahlseite kommt und dann da was bezahlt, die haben auch die Bezahlseiten gehört haben teilweise. Und der ist jetzt Multimillionär und investiert in nicht pornografische Sachen. Was haltet ihr davon, dass so vieles an einer Person gebündelt ist und so vieles, was anders heißt, eigentlich das Gleiche ist? Ich finde es generell genauso bedenklich wie bei anderen Plattformen, siehe Mark Zuckerberg mit Facebook, dem gehört Facebook, der Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram. Mit dem wurde er tatsächlich auch verglichen, da bündelt sich aber auch extrem viel, konzentriert sich und das sind ja in dem Fall beides Geschäftsführer von eben großen Unternehmen und deren auch Moral, deren Sinn für Ästhetik zum Beispiel, schlägt sich ja dann auch einfach nieder in diesen Plattformen. Also bei Mark Zuckerberg ja zum Beispiel auch dieses Ding auch betreffend Sexualisierung. Bei Facebook dürfen keine Nippel gezeigt werden. Männliche sind okay, weibliche sind nicht okay. Selbst Aktfotografie wird teilweise zensiert, obwohl das ja schon Kunst ist. Und das sehe ich genauso schwierig. Wo fängt Kunst an? Ja, aber das sehe ich halt genauso schwierig auch im Pornografiebereich, wenn man zu viel auf eine Person konzentriert. Und wie ist gleichzeitig mit Gewaltdarstellungen? Sind die auch verboten eigentlich bei Facebook irgendwie oder so? Das ist immer eine ganz schwierige Kiste. Also Sexualität, einfach weil es ist ja US-amerikanisches Wertesystem, ist ja ein US-Unternehmen. Bei Facebook ist das auf jeden Fall Gewalt. Das ist halt so eine schwierige Sache von was ist Gewalt, wo ist es vielleicht noch hinnehmbar, vielleicht auch aus dem journalistischen Berichterstattungssinn. Also so ein Klassiker, gerade im Politischen ist, gibt es Israel, ja oder nein? Frag einen Palästinenser oder Araber, frag einen Europäer, kriegst du komplett verschiedene Antworten. Und Facebook muss am Ende ja allen gefallen, weil es ja eigentlich Werbeanzeigen verkaufen möchte, deswegen möchte es sich ja keinen vergraulen. Deswegen ist auch immer mal wieder Schamoffensive nach China für die kommunistische Partei dort. Und das ist ja genauso die ganzen Menschenrechtsverletzungen, die da passieren. Aber Facebook sagt dann auch so, also, gute Miene zum bösen Spiel. Und das ist da eine ganz, ganz defizite, eigentlich schon eine sehr internationale, diplomatische Angelegenheit, die diese Unternehmen da irgendwo auch pflegen. Ist jetzt vielleicht im Bereich Pornografie nicht ganz so extrem. Aber da gab es auch mal eine Pornodarstellerin, Mia Khalifa hieß die doch, glaube ich, bei den Hijab getragen hat oder ich glaube muslimisch oder irgendwie sowas, ist aber eben eine Pornodarstellerin, wurde die auch schon bedroht mit, hier, ich schneide dir deinen Kopf ab, du Punkt, Punkt, Punkt. Also sowas nimmt extrem schnell dann ist mal religiöse, politische Züge auch an. Also das ist nur meine Erfahrung, was ich jetzt so verschiedenartig gehört habe. Ja, die Richtung wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Ich fand eher noch interessant, Pornhub hat inzwischen ja auch eine relativ seriöse
ein Zwischenzweig, der relativ gut in dem Bereich unverfänglich heißt, ist halt pornhub.com/sex, wo Leute über Sex reden, als Gegenstand, als Sexualerziehung, also sexuelle Aufklärung betreiben, ein bisschen über die medizinische Seite reden, ein wenig Beziehungsberatung betreiben. Hier, mein Mann wünscht sich Analsex, wie sage ich höflich nein oder wie kann es mir auch gefallen? Ich habe mich da ein bisschen durchgeklickt und es sind keine Bilder, keine Videos, sondern einfach nur Experten auf dem jeweiligen Gebiet beantworten Fragen oder schreiben Artikel über Sachen, wie zum Beispiel 8 Fragen, die ich mir stellen sollte, wenn ich eine offene Beziehung führen möchte. Also sozusagen klassisches Forum eigentlich. Kein Forum, ich glaube, Kommentare habe ich nicht gesehen, aber halt im Prinzip, du kannst Fragen einschicken und Experten kümmern sich dann darum. Okay, aber das ist dediziert die Leute dort machen, dass nicht jeder kann antworten oder wie? So habe ich das verstanden, ja. Ah, okay. Genau, so ein bisschen Dr. Sommer für Erwachsene. Also ich finde es halt schon krass, dass eine Pornoseite, die einfach in ihren Filmen, die sie da online stellt und so, und die einfach ganz viele klare Rollenzuschreibungen und sowas haben, die dann irgendwie sich dann da zum Aufklärer irgendwie so, das finde ich schon auch, finde ich, kann man schon kritisch sehen irgendwie. Aber ich finde es so blöd vielleicht gar nicht mal, so mal, wo besser kann ich Leute erreichen und aufklären, als bei solchen Seiten, wo vielleicht die Erwartungshaltung in eine bestimmte Richtung geht. Ja, das mag, das mag durchaus sein, dass Leute da irgendwie angesprochen werden, das stimmt. Ist halt die Frage, wie wird das da gemacht? Ich kenne jetzt diese Aufklärungsseiten nicht oder so, aber es ist sehr nüchtern aufgebaut. Also wenn das Pornhub-Logo nicht oben in der Ecke wäre, würde ich nicht darauf kommen, dass es von Pornhub ist. Vielleicht können wir in der nächsten Musikpause mal kurz aufmachen und dann darüber reden. Was noch, den Vorschlag hast du eingebracht, Antje. Feministische Pornografie, ich finde den Namen Por Yes sehr schön, zu Porno. Das gibt es ja inzwischen auch auf Porno, aber es ist längst nicht so weit verbreitet wie die klassische, das, was Männer sehen wollen in Pornos, aber ich habe auch schon Sachen gesehen, die nicht nur sich auf die Geschlechtsteile fokussieren, wo mehr Handlung drin ist, wo mehr Gefühl gezeigt wird. Vielleicht auch mehr Ästhetik. Mehr Ästhetik, genau. Por Yes gibt es auf Pornhub tatsächlich? Also ich habe nicht Por Yes gesehen, aber schon Pornofilme, die ich als feministische oder als gleichberechtigte Pornografie einstufen würde. Also, es ist eine Minderheit, aber es gibt es. Also ja, vielleicht kurz so zur Info. Also Por Yes ist eine Art Siegel und gleichzeitig ein Award, der vergeben wird hier in Deutschland und ist, glaube ich, so ins Leben gerufen worden von Laura Merritt, einer Sexologin oder Sexualwissenschaftlerin. Und richtet sich eben so ein bisschen gegen Mainstream-Pornografie, die halt, weiß nicht, ganz klare Rollenbilder reproduziert, die, weiß nicht, der Mann ist der Aktive, der Dominante, die Frau ist die Unterwürfige, die immer Lust hat, alle sind rasiert und, ne, also diese ganzen klassischen Sachen. Es wird halbe Gymnastik betrieben und sowas. Ja, oder es gibt auch oft so eine klassische Abfolge, oral, vaginal, anal oder irgendwie so, ne? Also die und dann einfach aufs Gesicht. Ja, dann schön alles abspritzen und versauen, ja. Die sich halt so ein bisschen dagegen richtet, also diese Poyes, die aber halt nicht sagen, nee, wir finden Porno alles richtig kacke, sondern wir machen es eben besser selber einfach und dann in besser, in mit gleichberechtigten Bedingungen und so. Also quasi eine Art Gleichberechtigungsbewegung in der Pornografieindustrie, wo es auch weniger jetzt darum geht, das Ganze so übermäßig als eben ja eine Schauspielerei darzustellen. Da gibt es ja schon, ich meine, man kennt es ja genauso aus US-amerikanischen Spielfilmen. Da gibt es auch immer wieder so dieses gleichartige System, welches der Mann zurückgezogen, großer alter Kriegsheld oder sowas, da kriegt dann irgendwie noch einen Auftrag, muss eine Frau am Ende retten oder was ich so diese Klischeegeschichten irgendwo oder genauso bei irgendwelchen romantischen Comedies und sowas, hat man auch in der Pornografie und das möchte man so ein bisschen aufbrechen. Also diese Form möchte man bei Por Yes dann einfach mal. Ja, es geht, also ich habe einen Artikel mir dazu jetzt im Vorfeld durchgelesen und habe mir tatsächlich auch einen angesehen, um irgendwie selber da auch gucken zu können, was fällt mir da so auf als Unterschied. Und auf jeden Fall in dem Artikel fand ich ganz spannend, dass es vor allem darum geht, Sehgewohnheiten mal anders zu verändern. So. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz spannend, weil ich glaube auch, dass ganz viel unterbewusst so aufgenommen wird, was man selber teilweise gar nicht so merkt, wenn man sich Pornografie anguckt oder sowas. Und ja, also das Markanteste, was mir jetzt zumindest aufgefallen ist, als ich mir den feministischen Porno angeguckt habe, war,
dass ich fand, dass einfach viel mehr Nähe zwischen den Personen dargestellt wurde. Also ich habe mir im Vergleich dann noch so ein paar andere Clips so aus dem Mainstream-Bereich angeguckt. Und da war halt so ganz offensichtlich, ist es für den Zuschauer, die Zuschauerin gedreht. Also man sieht möglichst viel irgendwie, man kann möglichst gut die Geschlechtsteile sehen und so. Und in dem feministischen Porno ging's, also wurde Intimität vor allem sehr stark dadurch gestellt, dadurch, dass die Leute sich einfach viel mehr berührt haben. Und man hatte, ich hatte nicht so den Eindruck, es geht vor allem darum, meine Lust vor dem Bildschirm jetzt so zu befriedigen, sondern es geht vor allem da um die beiden Menschen, die da jetzt gerade zusammen sind. Ja. Also mehr intime Individualität als industrieller Prozess. Ja, würde ich schon so, hatte und, ich schon und auch nicht zwingend produziert als derb ausgedrückt Wix-Vorlage, sondern schon eher als Film, den man sich anguckt und nicht zwingend selber erregt wird. Naja, also es ist trotzdem noch ein Porno, ne? Okay. Also es hatte jetzt... Man sollte es nicht überästhetisieren. ja, also ich meine, natürlich kann man da auch Ästhetik drin irgendwie suchen und finden, mit Sicherheit auch, irgendwie auch... scheinbar ist auch irgendwie, weiß nicht, alles, was den Produktionsbereich irgendwie damit zusammenhängt, irgendwie spielt da auch rein, also Technik, Schnitt und so weiter, aber trotzdem bleibt es auch noch ein Porno, also es ist schon noch für die Selbstbefriedigung zum Beispiel. Man sollte immer schauen, welchem Zweck dient das Ding ursprünglich und ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber finde ich generell eine super Sache. Poor Yes, den Poor Yes Award gibt es anscheinend dann auch. Mhm. So als der Versuch oder als Initiative, einfach mal wieder ein bisschen mehr Echtheit auch in Pornografie mit reinzubringen. Denn ich meine, gerade da gibt es ja auch alle möglichen sonstigen Bewegungen und System of a Down hat das jetzt sehr schön zusammengefasst mit Violent Pornography, wie Pornografie gegebenenfalls auch sein könnte. Das war System of a Down mit Violent Pornography und wir sind immer noch Online-Geister. Thema der Sendung. Bei Sex. Und wir haben kaum noch Zeit, deswegen müssen wir ganz schnell eines der wichtigsten Themen ansprechen, wenn es um Sex im Internet geht, die bekannte Regel 34, Rule 34, die besagt, wenn es existiert, gibt es Pornografie davon. If it exists, there is porn of it. Oder einfach nur kurz, there is porn of it, no exceptions. Geprägt von einem damals Schüler, Peter Morley, Morley Sauter. Peter halt. Er war seit seiner Kindheit Fan von Calvin und Hobbes und im Alter von 16 Jahren sah er ein pornografisches Bild, wo verschiedene Zeichentrickfiguren, die Mutter von Calvin aus dem Comics, wenn ihr den Comic kennt, habt ihr sie vor Augen, in diversen Sexakten gezeigt wird. Und daraufhin hat er den Webcomic gezeichnet, der den Begriff geprägt hat, wie er selbst als Cartoonfigur vorm Rechner sitzt und sie so denkt, Calvin und Hobbes? Und dazu, the Internet raping your childhood since 1996. Rule 34, there is porn of it, no exception. Kurzer Kontext, Calvin und Hobbes kann man sich so grob vergleichen mit den Peanuts vielleicht. Im Stil, ja. So, falls ihr es nicht kennt. Was so Verschiedenes angeht. Also insofern, das kann für gerade jüngere Leute vielleicht, die das kennen, durchaus verstörend sein. Es gibt mehrere Internetseiten, die sich darauf spezialisiert haben, bestimmte popkulturelle Sachen, sei es jetzt Filme, Videospiele, Comics, Zeichentrickserien, Kinderserien, in irgendwie pornografisch zu überzuleiten, eine Parodie daraus, eine Pornoparodie daraus zu machen, ganze Leute, die ihren Lebensunterhalt halt bestreiten, sowas zu zeichnen. Man findet die ruckzuck, wenn man entsprechend sucht, auch bei Google, wenn man die Safe Search ausmacht. Und auch bei unverfänglichen Sucheingaben kann man über sowas stolpern. Und ich fand es eben interessant. Regel 35 besagt übrigens, wenn es keinen Porno davon gibt, wird er gerade gemacht. Oder wird er gemacht werden. Es gibt verschiedene Auslegungen dieser Regel. Und auch diese Regeln an sich, das ist jetzt auch wirklich eher so zu verstehen wie ein Meme. Das haben einfach mal irgendwelche Leute sich überlegt und es hat halt einfach gewisse Popularität erreicht. So wie Bielefeld existiert nicht. Ist also auch so ein gängiges Regel Stereotyp. Regel 30 ist komplett willkürlich gewählt. Es gibt jetzt keine Regeln 1 bis 33. Ah, ich kannte die zum Beispiel schon mal nicht. Also okay, weil du meinst, das sind die allgemein bekannt. Ich dachte, das wäre ein Thema in deinem Studium. Also andere Regeln wäre jetzt Unnummerierung, Godwin's Law. Dass wenn eine Diskussion im Internet entsprechend lange läuft, wird irgendwo Hitler erwähnt werden. Oder aus einer ähnlichen Ecke wie Regel 34 kommt Regel 63. Es gibt weibliche Versionen von männlichen Charakteren und männliche Versionen von weiblichen Charakteren, die dann auch mit Regel 34 kombiniert werden können, dass dann plötzlich zwei Charaktere, die in der Vorlage im Original eigentlich männlich sind, dann irgendwie, das eine wird weiblich gemacht und die haben Sex miteinander in dieser Zeichnung, in diesem Bild. Also in der Sexualisierung auf jeden Fall. Aber generell gibt es auch immer diese Variante, ist gerade so auch in der Cosplay-Szene zum Beispiel sehr verbreitet, also Kostümbau an sich. Es gibt auch von so gut wie jeder Figur immer noch eine Variante des anderen Geschlechts, tendenziell eher
männliche Figuren, die dann von Frauen quasi gecovert werden, weiblich umgewandelt. Da noch unterscheiden muss, ob es eine Frau ist, die den männlichen Charakter spielt, sie männlich verkleidet oder eine weibliche Version davon. Sich eine weibliche Version davon aussucht. Aber da mal ein kurzes Beispiel. Man kennt ja vielleicht noch aus Horrorfilmen Freddy Krüger. Und da gibt es auch weibliche Versionen, genau, Slutty oder Sexy Freddy Krüger, was ich wirklich schon sehr an, also ich persönlich an nah an der Geschmacksgrenze finde. Aber das halt auch, gibt alles im Grunde. Ja. Und was es natürlich auch gibt als Band, wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit angucken, okay. Wäre Knorkator mit ihrem Song GV. Und das war Knorkator mit GV. Ich frage mich, worum es in diesem Lied ging. Das ist nicht sehr deutlich geworden. Eine sehr, sehr subtile Band, finde ich. Ja, man hat so seine Meinungen dazu. Aber wir sind ja immer noch bei den Online-Geistern. Und jetzt ganz konkret haben wir die Bitte um Feedback. Online-Geister. Feedback. Ein Thema, das leider nicht in die Sendung geschafft hat, aus Zeitgründen, ist eine Gesetzesänderung in verschiedenen Ländern, die ich mitbekommen habe, dass ja anlehnend an Regel 34, viele Charaktere aus der Popkultur verschiedenen Sachen minderjährig sind. Nun ist es, soll es eigentlich kein Problem sein, wenn die in verschiedenen Posen zeichnen. Ich meine, da kommt ja kein Kind zu Schaden. Also ich gehe schon so schnell vor. Also Kinderpornografie ist doof, das ist kriminell, sollte verboten werden, das geht nicht. Die sollen volljährig sein, die ja gezeigt werden. Geht nicht. Ja, egal, ist klar. Ist auch verboten. Ist auch verboten, genau. In eigentlich so gut wie jedem Land. In einigen Ländern auch verboten wurde, ist die Zeichnung von Minderjährigen, die bei sexuellen Handlungen oder einfach nur nackt sind oder so weiter. Und da frage ich mich, ich sehe für mich eigentlich kein Problem dabei, da ja kein Kind zu Schaden gekommen ist. Es hat ja eine volljährige Person gezeichnet, kreiert, beschrieben. Warum, wo ist da das Problem dafür? Ist es nicht eigentlich ein Ventil für irgendwelche Pädophilen, dass die ihre Neigung nicht in der Realität ausleben können, sondern sich im Internet quasi die Befriedigung verschaffen, ohne dass irgendwelche Kinder zu Schaden kommen? Also insofern... Also vielleicht noch kurz als Vergleich, also dass jemand Bilder zeichnet, wie jemand getötet wird, ist ja auch scheinbar kein Problem, oder? Genau. Also mal so als Vergleich. Ähnlich, ne? Aber bei Kindern ist es eben, also ich finde es halt auf lange Sicht eher schädlich für Kinder, dass sowas nicht gestattet ist, weil Kinder sind es ja in der Regel sowieso nicht, wenn die Eltern aufpassen. Also deine Frage jetzt an unsere Hörer, genau. An euch da draußen. Für ein Feedback, findet ihr das gut, dass auch Künstler, also Zeichnungen oder Beschreibungen, Geschichten, Animationen von Kindersex verboten sein sollte? Oder findet ihr es genau richtig? Wenn das Echte verboten ist, sollte auch die Zeichnung davon verboten sein? Generell, wie ist eure Meinung? Schreibt uns entweder einen Kommentar unter die Folge, das wäre bei uns online dann, onlinegaster.com/Folge016 oder schickt uns eine E-Mail an info@onlinegaster.com. Und schreibt uns bitte auch, wenn ihr eins der vielen Themen, die wir in der Sendung aufgemacht haben, weiter tiefer behandeln wollen, dann machen wir noch ein Quickie dazu. Genau, unser Podcast-eigenes Kurzformat. Und ansonsten, ja, alle Quellen und die Shownotes dieser Folge gibt es, nochmal erwähnt, onlinegaster.com/Folge016. Ansonsten, danke an alle, teilt, kommentiert, lasst uns wissen, was ihr denkt. Zur Sendung an sich. Vielen Dank, Antje, dass du hier warst, trotz leicht eingeschlagener Stimme. Ja, danke für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, ich finde, es sind viele Themen auf jeden Fall angerissen geworden. Ich glaube, über ganz viele kann man eigentlich noch sehr viel weiter reden, aber es fällt jetzt nicht die Zeit dazu. Ne? Unser Problem ist gerade eher unsere Sendezeit ein bisschen begrenzt, deswegen verweisen wir da wirklich eher auf die Quickies. Da haben wir dann genügend Zeit, onlinegaster.com, da finden sich die Podcast-exklusiven Formate. Ansonsten zu uns beiden, Tristan, gibt's bei Twitter unter dem Handle @realdrazen. Und Christian auf seiner Internetseite schrift-architekt.de. Das war's für heute. Genau, vielen, vielen Dank und wir hören uns. Beim nächsten Mal geht es um Versicherungen. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.